hätte noch eine Frage zum Gerstmeier Verlag. Da haben Sie die Serie Robinson ja von Willy Kulloff übernommen. Ja. Was da ganz extrem auffällt, ist, dass Sie oder dass Kulloff die ersten Folgen sehr, sehr brutal gezeichnet hat. Also ich fand, da war extrem viel Gewalt drin. Teilweise war es richtig für mich heute noch ein bisschen schockierend, wenn ich ehrlich bin. Und als Sie das übernommen haben, da ist irgendwie, ist es ein bisschen sanfter geworden. Ich weiß nicht, respektvoller anderen Kulturen und Traditionen gegenüber. Und ich weiß nicht, ich habe mir dann einfach gedacht, vielleicht, der Kulloff war ja ein bisschen älter als Sie, glaube ich. Der war 15 Jahre alt. Und vielleicht hat er den Krieg irgendwie anders. Ich weiß nicht, ob er Soldat war. Er war aber bei der Kriminalpolizei Tatortzeichner und wahrscheinlich ziemlich abgeladen. Ja, das, also irgendwie sowas habe ich mir gedacht. Und, er war auch übrigens Amateurboxer. Soll ein guter Boxer gewesen sein. Okay, das erklärt so einiges. Und wie war es bei Ihnen? Hat Sie der Krieg beeinflusst, irgendwie in menschlicher Sicht? Also eben, ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde Ihre Arbeit immer eben sehr, sehr liebevoll. Also die Menschen gehen, zumindest die befreundeten Menschen gehen sehr liebevoll miteinander um. Bei Wäscher berühren sich die Figuren zum Beispiel nicht so oft. Und bei Ihnen gibt es oft, dass die sich die Hand auf die Schulter legen oder sich wirklich körperlich anfassen. Es ist so eine, es ist eine andere Herzlichkeit dazwischen. Also das war für mich halt so ein krasser Gegensatz zwischen Kulloff und Ihnen. Naja, aber was kann ich dazu sagen? Ja. Mir kam die in einer Abenteuerserie ist es unvermeidbar, dass Gewaltszenen vorkommen. Dann, man musste da eben Robinson müsste man böse Piraten haben, damit eben ein bisschen Spannung wurde. Man irgendwie Zusammenstöße eingeboren, aber bestens aufs Minimum zu reduzieren. Was besonders auffällt, ist auch dieser Humor mit Xuri, vor allem bei Robinson und auch mit anderen Figuren. Der ist schon sehr ausgeprägt und sehr persönlich und ich glaube, das ist auch ein Grund gewesen für den Erfolg von Robinson. Kannst du zu diesem ganz speziellen Humor irgendwas sagen? Der Xuri war eine Figur, die direkt von Daniel Defoe genommen war. Der kommt bei Daniel Defoe vor. Und Robinson hat ihn, als Robinson in maurischer Gefangenschaft war, als Sklave, ist entkommen und der Xuri hat ihm geholfen zu entkommen. Und er ist ihm dann nach einer Zeit, hat er ihn, als er sich sozusagen selbstständig macht, hat er ihn einen Kapitän verkauft, unter der Bedingung, dass er ihn so bald wie möglich frei ist. Aber aus technischen Gründen, dass man eben in einem Comic, der für Kinder ist, braucht man einen jugendlichen Helden, der also selbst in die Identifizierung. Ja. Und da musste eben Xuri weiter mitspielen und selbstverständlich hat ihn der Kulloff weitergemacht und ich habe ihn auch weitergemacht. So, noch kurz zu Xuri. Mir ist aufgefallen, dass in Robinson ist Xuri und Xuri ist im Gegensatz zu den anderen Characters eigentlich eine Funny-Figur. Ist eigentlich eine Cartoon-Figur von der Nase her, von den Augen, sind Punktaugen und nicht, während Gracia total ein menschlicher Körper hat, also richtig realistisch ist. Dasselbe auch bei Winnetou, Sam Hawkins,
ist teilweise eine Cartoon-Figur und Winnetou ist immer eine realistische Figur. Das wird im ich weiß, es ist ein Spielbruch, aber es klappt ja ganz gut. Ja, aber das ist der Moderne. Das wird eben heute sogar gemacht, bewusst gemacht. Also in vielen Manga-Comics, in diesen japanischen Comics, sind teilweise sehr realistisch gezeichnet. Und dann verwandeln sich diese Figuren, wenn sie zum Beispiel aufgeregt sind, in richtige Cartoon-Figuren und explodieren. Von daher waren ihre Figuren und diese Zusammenstellung sehr, sehr modern. Weil das wurde eben eigentlich kaum gemacht zu der Zeit. Mit zu hören, dann auf der, wie gesagt, mir ist der Stilbruch manchmal vorgeworfen worden, aber ich fand es manchmal praktisch. Und es ist auch so, dass es leichter ist, karikativ zu zeichnen, als realistisch. Und darum ist bei dieser seltsamen Reise, das ist alles ein bisschen karikiert, weil es flüssiger geht, vor der Hand geht. Und irgendwie hat man das Gefühl, Sie haben daran sehr viel Spaß gehabt. Ja, natürlich. Ja. Es ist auch viel Bewegung drin. Es ist viel flüssiger. Vielleicht auch dadurch, dass es wirklich was Eigenes war. Und, ja. Was man auch merkt, den Spaß an der Schönheit des weiblichen Geschlechts. Obwohl alles so ganz brav und züchtig ist. Also diese Frauen sind immer wunderschön. Und besonders beim Xuri fällt es auf, der wird dann manchmal so verwöhnt von der Gracia oder von irgendwelchen anderen Frauen, der ist so richtig der Hahn im Korb. Ja, natürlich. Das war ja damals, das ist im 17. Jahrhundert, und da hat eine Dame nach Möglichkeit einen rohen Knaben da ist, zu ihrer persönlichen Beziehung. Bedienung dann in Mozart-Opern und so. Aber das, gehörte das dazu? Ja, heute sagt man ja nicht mehr Moor. Ja, was sagt man heutzutage? Moment mal. Ja, es ist schwierig mit dem Zeichnen. Ja, und der war das Vorbild natürlich, der Sabotimo war mehr oder minder das Vorbild zum Syrien. Das ist ja eine hochinteressante Info, die wissen wir ja noch nicht. Ja, aber der Sabotimo war ja auch Dresdner. Ja. Das ist jetzt echt, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da kommen die Halloa-Kollegen her. Aus Halle. Es gibt noch eine Frage zu Winnetou. Oder Markus, du weißt was? Ich finde das unglaublich, dass du gesagt hast, dass du eigentlich ohne Vorlagen den Comic gemacht hast in Amerika. Du hattest, glaube ich, keine Karl-May-Bücher dort? Ich hatte keine Karl-May-Bücher. Ich hatte dann im Drachenlein habe ich mir die Paperbacks besorgt, aber die meisten habe ich damals einfach so aus dem Gedächtnis gehört. Also Winnetou 1 zum Beispiel, deine Adaption, ist die komplett aus dem Gedächtnis entstanden? Ja. Unglaublich. Das ist mit großem Abstand die authentischste, werkgetreueste Karl-May-Adaption überhaupt. Vom Comic-Sektor. Zu hören. Nacherzählt von Helmut Wickel. Ja, aber du hast ja mal im Interview gesagt, du hättest ein eidetisches Gedächtnis. Ich habe damals im Wörterbuch nachgeschlagen, ich glaube, das ist ein fotografisches Gedächtnis. Naja, nicht gerade fotografisch, aber so, dass ich eben, wenn ich etwas gut geschriebenes wie bei Karmel von seinen literarischen Meriden abgesehen, er ist ja reichlich umstritten, also ich finde ihn auch für den Zweck des Comics ist er einfach ideal, weil er so anscheinend schreibt und einprägsam. Und man vergisst es einfach nicht wieder. Aber du
trotzdem ist dieses Gedächtnis schon sehr überdurchschnittlich, habe ich ja bei vielen Gelegenheiten gemerkt. Und ich frage mich da auch, wie kann man mit so einem super Gedächtnis eigentlich leben? Ne? Weil man hat ja da immer irrsinnig viel im Kopf, oder wie funktioniert das? So geht es mir aber auch. Ja, haben wir. Ja, vielleicht Frage. Noch über den ersten Verleger, über den Gerstmeier. Was war das für ein Mensch? Das war der Gerstmeier Verlag, war ein Familienbetrieb. Der Vater Hermann Gerstmeier Senior, der schrieb Detektivgeschichten. Das ist eine, diese für 30 Pfennig damals, kleine Heftchen. Jack Morgan, ja, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Und sein Sohn, Hermann Junior, der witterte Morgenluft, als die Comics aufkamen, und wollte auch einen machen. Ja, Kohlhoff hatte Titelbilder für Jack Morley gemacht, lange Jahre, neben seiner Krimi-Figur-Tätigkeit. Und er wurde dann eben gefragt, kannst du nicht auch einen Comic machen? Und da hat er Hot Jerry gemacht. Und der schlug gar nicht ein. Und dann hat er Robinson angefangen. Und nach über 20 Heften kriegte er seinen alten Job. Er war nach 45 weiter kaltgestellt worden bei der Tribo. Und er kriegte seinen alten Job wieder. Und er hatte dort ein festes Einkommen. Er hat das nicht mehr nötig, dass was Unsicheres wie Comics zurückzugreifen. Und zweimal genommen, wollte er während seiner Laufbahn in Urlaub gehen. Und da hat er mich gebeten, ich machte da schon die drei Musketiere. Ob ich ihm seine Hefte, seine Zeichnungen, die er mit Bleistift bis in die letzte Einzahl praktisch druckreif machte, ob ich ihm das reinzeichnen kann. Das war das Heft 9, ich glaube 9, die schreckliche Geschichte da mit den Tiermenschen und so in Peru. Und, ich habe es gemacht. Ne? Das ist das Grässlichste von allen seinen. Das Blut rinnt sich, aber ich habe als Rückendecker gesagt, das ist Kohlhoff. Ich bin bloß der es weitergemacht hat. Ja, meine liebe Frau, die hat es auch große Bedenken. Die sagt, diese schrecklichen Tiermenschen, wie kann das bloß passiert sein? Die haben vielleicht das Sklavenmädchen die Kinder weggenommen und sie dann ihnen nicht sprechen und Laufen beigebracht, dass sie auf allen Vieren laufen mussten und so. Und das brach dann ab und wir haben dann mit angehaltenem Atem auf die nächste Nummer gewartet, da kam das Rätsel zur Lösung. Die waren mit raffinierten Methoden herangezüchtet. Raffinierte Methoden. Sehr schön. In unserer Familie ist das ein geflügeltes Wort geworden. Wenn etwas so nicht ganz klappt, das wird dann eben mit raffinierten Methoden reingezogen. Und hast du den Kohlhoff gefragt, ob er da was Schlechtes gegessen hat oder wie diese Geschichte zustande gekommen ist?
gekommen ist. Nein, das habe ich ihn nicht gefahren. Ja, er hat irgendwas. Er wollte irgendetwas machen. Es sollte, konnte gar nicht abenteuerlich genug sein, um verkauft zu werden. Und natürlich war das das, was eben den Erziehern, Lehrern und so weiter gegen den Strich ging. Und die daran setzen, dass die diese jugendverderblichen Comics Schutt und Schmutz werden. Der Verleger hat das ja vielleicht auch gefördert. Ne? Der Gerstner hat vielleicht gesagt, das soll besonders. Ach, natürlich, dem konnte es gar nicht gut sein. Dem war das egal, ob er einen Rügel kriegte von der Prüfstelle oder so. Aber diese Rügen waren ja nicht ganz ohne Folgen. Also, aber für Gerstner. Ja, glaube ich, war nicht irgendwie, dass das verbannt worden ist und so. Die Sachen eben. Ich meine Rüge und ist, also, wie gesagt, ich habe bloß einmal eine gekriegt, wegen der, bei Grazia war der Träger von den Menschen, den wir geschrieben. Das war bestimmt Zufall. Kann immer passieren. Wie war das dann eigentlich noch so in New York? Ich weiß nicht, Sie sind ja da relativ unverhofft ja ganz plötzlich da gewesen in einer fremden Stadt. Konnten Sie überhaupt Englisch? Doch. Ja, natürlich. Ich bin auf der Oberschule gegangen. Ich weiß ja nicht, da im letzten Jahrhundert. Wir hatten 7 Jahre Englisch. Ich hätte eigentlich 8 Jahre, aber so das Pensum wurde ja gekürzt. Früher für das Großdeutsche Wehrmacht freiwillig. Und die lernen Englisch, Französisch, Latein. Was ein großer Bonus war, da habe ich, als wir mit 14 Jahren da in Akorda Latein kriegten, habe ich endlich deutsche Grammatik verstanden. Ja. Aber sonst, dann habe ich mir dass ich ein bisschen Französisch konnte, das konnte dann in Belgien zustatten. In Russland hatten wir natürlich keine Beziehungen mit der Zivilbevölkerung. Ich war bei Einheiten, die da tief in den Wäldern waren und so. Ja, außer Rookie Welsh, also kann ich von der Ende hoch, kann ich kein Russisch. Und haben Sie sich in New York dann schnell eingelebt? Oh ja, natürlich. In New York ist eine wunderbare Stadt. Wenn es schon eine Großstadt ist, dann muss es New York sein. Warum? Die Ambiance ist eine große Stadt, die aber aus vielen kleinen Facetten besteht. Da gibt es die kleinen Nachbarschaften, die traditionell sind, böse Zungen nennen es Ghetto, aber das sind Nachbarschaften, die sich zusammenkristallisieren, weil Gleichgesinnte, Gleichstämmige gerne miteinander wohnen. Wie gesagt, wir haben auf Manhattan 29 Jahre gewohnt und waren auf der 86th Street, die 86th Street East, war der deutsche Broadway. Das war, also, stammte daher aus der Zeit, als Manhattan noch nicht voll besiedelt war. Da waren verschiedene Dörfer, Harlem zum Beispiel, und auch Yorkville. Yorkville, das war um die 86th Street, was dann später die 86th Street wurde, das war der Dorfanger. Von dem Dorf Yorkville, wo sich die deutschen Einwanderer, vor allen Dingen die nach 1848 nach Amerika gekommen sind. Der Stadtpark von Yorkville ist der Karl-Schurz-Park.
Und wir hatten, als wir ankamen, jetzt hat sich das alles geändert, als wir ankamen 1960, da gab es ein deutsches Kino, wir spielten da Heimatfilme, der Oberförster von Unterholz und so. Und da gab es das Café Geiger, da gab es das Bremenhaus, das war so eine Art Supermarkt, wo man alles kriegen konnte, von der Wurst bis zur Schallplatte. Da gab es ein beliebtes Lokal, Tanzlokal, war die Lorberei, wo die deutschen Mädchen, die in Stellung waren und so weiter, nach Amerika gekommen, und wo die deutschen, die amerikanischen Soldaten, die in Deutschland Besatzer gewesen waren und hatten kein Mädchen abgekriegt, die haben da ihre Frauen gesucht. Da war ein Café am anderen, da war der Marzipanshop, da war das Café Hindenburg, Café Geiger, die kleine Konditorei. Nebenan war ein Enklave von Ungarn, die hatten da auch ihre eigenen Lokale, die Blaue Donau, die drei Husaren. Paprikasch rot und Paprikasch weiß. Das waren so wirklich Dorfläden. Wie in der guten alten Zeit. Aber wie gesagt, das hat sich alles geändert. Aber die Großstadt es gibt aber noch jeden September den Sonntag, Wochenende. Im September, da ist die Stolpenparade. Da ziehen die Deutschen oft mit deutschen Kapellen, die mit großen Kosten und großer Begeisterung nach Amerika transportiert werden. Wir haben da zum Beispiel ein Jahr war die Schwedenkapelle von Überlingen da, und dann ein Jahr waren die Deutschmeisterkapelle mit Begleitmannschaft von Bad Mergentheim. Die kamen da an in ihren Traditions-, das war ein Regiment vom Deutschen Orden, der letzte Rest vom Deutschen Orden, 18. Die hatten weiße Uniformen mit schwarzen Aufschlägen und Hauptmann hatte einen weißen Mantel mit einem großen schwarzen Kreuz, und die kamen dann mit irgendwann Musketen an, Dreispitzmusketen, und die zogen vor das die Fleischerei Schaller und Weber, die gibt's noch, und die hatte die gesponsert, die hatten so Blumen kommen lassen, und sie waren ungefähr 15 Mann gewesen. Die haben sich da aufgestellt vor der Schaller und Weber, haben ihre Musketen geladen. Das ist ungefähr das Schrecklichste, was man in New York City machen kann. Und die Polizei, die brauchte sich, ging da und sagte, was ist denn hier los? Aber glücklicherweise war ein Verständnis. Also der Polizei auch mal, der sagte, dann lass die Ball, und da haben die drei Salben geschossen. Das war unglaublich. Ja. Elmar, ich würde gerne noch fragen, wie war denn das, so wie du in das hochseriöse Metropolitan Museum gekommen bist, ne? Und da hat dich wer gefragt, was haben Sie bis jetzt so gearbeitet? Ja, ich hatte vorher beim Berliner Museum gearbeitet. Das war das von den Comics, da tue ich es nicht. Also, du hast nicht gesagt, ich habe schon Hefte gezeichnet. So weit kommt das. Aber du hast ja Winnetou dann dort gezeichnet in Amerika, und das ist ja sehr aufwendig.
und die werden ja das irgendwie mitbekommen haben. Ja, ne? Ja. Wie war denn das? In welcher Form? Hast du das zu Hause gezeichnet oder auch in der Mittagspause? Nein, zu Hause. Darum konnte ich ja auch ziemlich großsprecherisch sagen, dass der Winnetou in Amerika gezeichnet worden ist. Ich war wirklich in Amerika. Wenn auch nicht im Wilden Westen, aber ich war in New York gefahren. Das ist Bonafide in Amerika. Das stelle ich mir auch schwer vor, weil du hast dich ja doch erst eingewöhnen müssen und in den Job eingewöhnen und so weiter. Und dass du da die Zeit gehabt hast, das noch in dieser liebevollen Weise auch zu machen. Also wie ist sich das alles ausgegangen? Solange Lenin mitspielte und noch nicht pleite ging, da lief das. Es war ein bisschen schwierig, weil ich das sozusagen auf Tanzen bekommen musste. Ja, das Copyright von Kamei lief im Jahr 62. Und um sofort auf dem Markt zu sein, hatte Leni mich gebeten, was zu machen, auf Vorrat. Irgendwie, Hans Böscher war ja voll ausgelastet und anscheinend auch nicht interessiert an einem fremden Stoff. Er hatte seine eigenen Stoffe, er hatte es nicht nötig, andere Stoffe zu nehmen. Und ich war ebenso verfügbar, zwei Tage sowieso. Und habe mich beauftragt. Und ich war natürlich überglücklich, das machen zu dürfen. Wie weit hast du Winnetou gezeichnet, bevor die erste Nummer überhaupt erschienen ist? Weil du hast ja vorausgearbeitet. Ja, wie weit ist das gewesen? Vorausarbeitung? Ja, etwas über zwei Jahre. Und also bis zu welcher Geschichte? Oder weil du hast ja dann auch weitergezeichnet, wie es schon gelaufen ist. Ne? Aber ja, bis, wie weit hast du es gezeichnet, bevor das dort erschienen ist? Das kann ich nicht mehr sagen. Aber ungefähr von dem, was erschienen ist, zwei Drittel waren vorher. Zwei Drittel. Also könnte ja sein, dass diese besten Geschichten, also Winnetou 1 oder diese ganze Winnetou-Zyklus, also 1 bis 3 eigentlich, und dann war der Geist des Lano Estacado, das ist alles noch erschienen, bevor das, alles noch gezeichnet war, bevor es erschienen ist. Und dann war nämlich die große Zäsur, da war dann das andere Lettering, da hat der Lenin ja gefordert, dass du in Blockschrift schreibst. Ja. Und da hatte ich auch irgendwie, glaube ich, die Lust verlassen, weil die Zeichnungen, das ist nicht mehr so wie vorher. Also vielleicht kann man da etwas sagen. Ja, das war auch schon, wo dann nicht mehr gezahlt wurde, wo ich dann einfach weitergemacht habe und so guten Sachen bin. Ja. Und die Lettering, das war, Lenin meinte, dass es zu schwer zu lesen sei und dann habe ich eben Blockschrift schreiben. Da ist eben so ein starker Einschnitt, nicht? Wenn man das sieht, also die Geschichte hört auf, der Geist des Lano Estacado, und dann im nächsten Heft, da ist die Zeichnung viel flüchtiger und ja, es ist irgendwie nicht mehr das Lettering anders, sondern man merkt, da ist irgendeine Veränderung vorgegangen. Ja, und ich hatte auch, damals fing ich an, alterssichtig zu werden. Auch eine Brille und vielleicht ist es auch deswegen, dass ich anders sein muss. Es lässt sich immer noch gut, es kommt dann immer auch diese filmischen Einflüsse, da könnte man auch vielleicht noch was sagen, weil beim Schatz im Silbersee warst du ja dann schon von der Verfilmung beeinflusst. Nein. Das war. Da war das schon längst, das war schon längst geschehen. Als wir
das erste Mal nach, das war 1962 gewesen, dann kamen wir nach Berlin und kamen vom Flugplatz Tempelhof noch im Taxi, sahen wir am Kino an der Ecke, spielten sie den Schatz im Silbersee. Das war so gegen 13:30. Wir waren schon in der Führungsvorstellung. Und ich hatte meine Zeichnung gemacht, meine Frau kannte sie ja, und die war sehr beeindruckt, dass den Shoji so aussah, wie sie gezeichnet hat. Zwei Jahre vorher. Wir waren vor ungefähr 15 Jahren nochmal im Südwesten, in der Nähe von der Mescalero-Reservation, in einem Trading Post, im Dorfplatz, kommen wir einem grauen älteren Jahr entgegen und sagen: Tschüss, guten Tag. May hat das dann nicht ganz richtig übersetzt, weil der hat ja gesagt, schöner Tag. Ja, das ja. Aber das ist die Grußformel. Shoji, schönen Tag, guten Tag. Ja, das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss. Wir sind auch schon von der Zeit her gerade, oder? Dann bedanke ich mich natürlich erstmal Gerhard Förster noch, dass er mir geholfen hat und natürlich bei Herrn Nickel, dass er überhaupt gekommen ist nach Deutschland. Da wir waren uns gar nicht sicher, ob das überhaupt klappen konnte. Eigentlich die ersten Ideen haben wir beide mal ausgetauscht vor 3-4 Jahren ungefähr und wir waren uns nicht sicher, ob er überhaupt kommen würde. Und dafür nochmal wirklich vielen Dank. Es war eine große Ehre für uns.